Watzke genervt von Beckenbauer. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist sauer über Franz Beckenbauers Aussagen zu einem möglichen Wechsel von Marco Reus. Es sei ein schönes Gesellschaftsspiel, dass sich jeder dazu äußere. Aber allmählich dürfte auch jeder etwas dazu gesagt haben, erklärte Watzke der Bild-Zeitung. Bayerns Ehrenpräsident Beckenbauer hatte zuvor gesagt, dass Dortmund Reus kaum halten könne. Wenn er 2015 nicht zu Bayern wechseln würde, würde er vermutlich zu einem anderen internationalen Top-Club wie Real oder Manchester gehen. Kellerkritik an Schalke 11. Jens Keller geht nach dem Pokal aus in Dresden hart mit seinem Team ins Gericht. Viele Spieler seien nicht an ihre Leistung herangekommen. Schalke habe 5 oder 6 Totalausfälle gehabt, sagte Keller bei Sky. Das Aus in der ersten Runde sei eine riesige Enttäuschung gewesen. Die Mannschaft habe nicht druckvoll genug gespielt. Jetzt müsse einiges analysiert und aufgearbeitet werden, so Keller weiter. Kießling will wieder ins Pokalfinale. Bayer Leverkusens Torjäger Stefan Kießling hat für die neue Saison große Ziele. Gerade im Pokal sei eine Menge möglich. Leverkusen habe ja schon vor ein paar Jahren im Finale gestanden. Da wolle er wieder hin, sagte der 30-Jährige im Interview mit der Welt. Kießling, der zum Pokalauftakt beim 6:0 der Werkself in Waldalgesheim 5 Treffer erzielte, sieht Bayer für die kommende Saison gut aufgestellt. Ibrahimovic verletzt. Der französische Meister Paris Saint-Germain muss vorerst auf seinen Stürmer Zlatan Ibrahimovic verzichten. Der 32-Jährige zog sich beim 2:0-Sieg gegen den SC Bastia einen Teilabriss des Muskels an der 12. Rippe zu und musste bereits nach 15 Minuten ausgewechselt werden. Wie lange PSG auf den Angreifer verzichten muss, ist noch unklar.